Als sich am 20. April 1972 am Hause Zender die Gäste und Schüler aus allen Teilen des Rheinlandes einfanden, um den 65. Geburtstag des Mannes zu feiern, der die rheinische Volkskunde an der Universität Bonn repräsentiert, war auch die St. Sebastianus Junggesellenbruderschaft aus Niederdollendorf dabei. Wie immer bei auswärtigen Besuchen treten hier nur die Chargierten der Bruderschaft zusammen mit ihrem König und den Fähnrichen in ihrer feierlichen Junggesellenmontur auf. Die schwere Königskette vereinigt alle Silberschilde, die nach altem Herkommen von den früheren Junggesellenkönigen gestiftet wurden. Die Niederdollendorfer Junggesellenbruderschaft, die als das sogenannte Jölöch die Kirmes in ihrem Ort gestaltet, kann in diesem Jahr auf ein 300-jähriges Bestehen zurückblicken. Sie will hier ein Ehrenfähndelschwenken vorführen, wie es sonst nur an den Kirmestagen für den Ortspfarrer, den Bürgermeister und die Ehrenmitglieder der Bruderschaft oder für den neu gekürten König geschieht. Der erste Brudermeister, kenntlich an seinem Zylinder und dem Brudermeisterstab, führt den kleinen Zug der Junggesellen an. Zu den Chargierten, die hier aufmarschieren, gehören neben dem König noch der zweite Brudermeister, die beiden Fähnriche mit den Fähnrichbegleitern und der Junggesellenhauptmann. Nach dem Aufmarsch wird der erprobte Altfähnrich, den man bei besonderen Anlässen zuzieht, von seinen beiden Begleitern zur Straßenmitte geführt. Mit der Schwenkfahne, deren 1,80 m x 1,80 m großes Seidentuch mit dem Bild des heiligen Sebastian an einem 2,40 m langen bleibeschwerten Schaft befestigt ist, misst er hier zunächst den Platz ein. Er will sichergehen, dass er beim Schwenken nirgendwo anstößt. Nach dem Erklingen des Schwenkmarsches und dem einleitenden Gruß kann das Ehrenschwenken beginnen, das in einer festen Folge von Schwenkfiguren oder Schlägen abläuft. Zum Auftakt wird die Fahne in großen Schwüngen dreimal rechts und dreimal links am Körper rundgeführt. Dies gilt als Einschwenken, dem sich als erste Figur der Kopfschlag anschließt. Wie alle folgenden Figuren wird er dreimal mit der rechten Hand und in entgegengesetzter Richtung dreimal mit der linken Hand ausgeführt. Nach einem überleitenden Zwischenschlag, der einfachen Rose vorne, folgt der Hüftschlag. Wie es die Regel für alle Schwenkfiguren verlangt, schließen die rechtshändige und linkshändige Ausführung jeweils mit der einfachen Rose ab, die stets zur nächsten Figur, hier nun dem Knieschlag, überleitet. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass der Fähnrich die Fahne in den genannten Variationen und mit den üblichen Zwischenschwüngen um seine Knie kreisen lässt. Bei kunstgerechter Ausführung sowohl des Knieschlages als auch des noch tiefer angesetzten Knöchelschlages kommt es darauf an, dass sich das Fahnentuch genau parallel zum Boden bewegt, ohne ihn zu berühren. Mit diesen verhältnismäßig einfachen Schwenkfiguren, die aus der Kopfhöhe stufenweise abwärts führten, schließt der erste Teil des Ehrenfähndelschwenkens ab. Im Mittelteil, der durch einen einfachen Zwischenschwung verbunden wird, folgen nun einige schwierigere Figurenkombinationen. Zunächst schlägt der Fähnrich die vollständige Rose, die aus dem Hüftschlag heraus ansetzt. Sie wird in weit ausholender Kreisbewegung zunächst vor der Brust und dann hinter dem Rücken geschlagen.
Nach dem üblichen Aufbau der Figuren schließen sich an die dreifache Drehung zu der einen Seite sogleich die gegenwendigen Schwünge an. Dies ist das sogenannte Schnappen, eine der schwierigsten Schwenkfiguren. Sie beginnt mit dem Knieschlag, der zur einfachen Rose erweitert wird. Der vertikale Schwung geht in einen horizontalen über, bei dem der Fähnrich die Fahne unter seinen Beinen durchführt und anschließend blitzschnell den Griff wechselt. Nun folgt das Übertreten, eine Erweiterung des anfangs gezeigten Knöchelschlages. Beim Hinwegtreten über die dicht am Boden geführte Fahne ist es sehr schwierig, die Berührung des Tuchs mit dem Boden zu vermeiden. Die nächste Schwenkfigur, die ihren Namen von dem auffälligsten Bestandteil hat, wird als das Knien bezeichnet. Dabei kommt es aus dem Niederknien zu einem Übersteigen der Fahne, die abwechselnd über dem Kopf und knapp über dem Boden geschwungen wird. Es folgt der Heisterbacher Rott, mit dem der mittlere Abschnitt des Ehrenschwenkens abschließt. Diese Figur, die nach einem benachbarten Ort benannt ist, setzt sich aus Hüftschlägen, Kopfschlägen und der einfachen Rose zusammen, die erst vorne und dann hinten ausgeführt wird. Wie die Junggesellen meinen, wurde diese Figur von einem Bruderschaftsmitglied aus Heisterbacher Rott eingeführt. Der Ort gehörte vor 1900 zur Pfarre Niederdollendorf. Der nun beginnende letzte Abschnitt des Ehrenschwenkens entspricht dem Anfangsteil. Nur werden jetzt die Schläge in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt. An erster Stelle kommt der Knöchelschlag. Nach dem Knieschlag und Hüftschlag wird schließlich der am höchsten angesetzte Kopfschlag erreicht, mit dem das Schwenken begann. So schließen sich die Figuren zu einer Kette, deren Anfang und Ende gleich sind. Dem Anschwenken von vorhin entspricht nun das Abschwenken, das mit dem Gruß des Fähnrichs beendet wird.
Wenn der Fähnrich zurückgetreten ist, kommen die beiden Brudermeister und der König vor, um die Geburtstagsgratulation zu überbringen, die vom ersten Brudermeister im Namen der Junggesellen und der rheinischen Landschaft ausgesprochen wird. Er hebt hervor, dass dies Fähndelschwenken die größte Ehrung ist, die die Niederdollendorfer Junggesellenbruderschaft zu bieten hat. Damit solle Professor Zender der Dank für seine Arbeiten in der rheinischen Volkskunde ausgedrückt werden. Das Ehrenfähndelschwenken an den Kirmestagen in Niederdollendorf schließt damit ab, dass der erste Brudermeister vortritt, um einen Hochruf auf denjenigen auszubringen, der geehrt werden soll. Dann spielt die Kapelle in der Regel zum Tanz für den Betreffenden auf, dem sich ein Umtrunk anschließt.